Kooperationspartnern. Und zwar geht es da um das Kino in Nassstetten. Und da ist es einer der Menschen, die wir getroffen haben, die gesagt haben, ich mache es mir nicht leicht, sondern ich mache es, weil es besonders ist und weil es wichtig ist. Und wir jetzt tatsächlich, Anna, da kannst du bitte dann auch nochmal ins Gespräch kommen. Das Angebot steht wirklich fest, dass wenn Menschen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen in Autismus, wenn die eine kleine Gruppe haben und sagen, okay, in dem sind wir in einem vertrauten Raum, dann können da einzelne Kinos sozusagen dann auch gewährleistet werden, je nachdem, wie groß die Gruppe ist. Aber auch, wenn man in den normalen Film geht, dass man eben sagen kann, du kannst schon vorher rein oder du kannst ein bisschen später rein. Also es wird einfach verschiedene Methoden angewandt, damit man sagen kann, Kinoerlebnis ist für alle da, und das finden wir schon richtig, richtig, richtig gut. Ja, komm gerne zu mir. Mal kurz vorne, ja? Ja, hallo, schönen guten Tag Ihnen, euch allen zusammen. Das Wetter ist natürlich nicht der Veranstaltung entsprechend, weil die Rebecca mit all dem, mit dem Team, was hier in Dietz geleistet wird, für Menschen, die keine Sichtbarkeit erfahren in unserer Gesellschaft, ich persönlich finde das großartig. Ich selbst bin aufmerksam geworden auf das Thema mit dem Film Wochenendrebellen, wo ein ziemlich mainstreamlastiger Film auch auf das Thema Autismus eingegangen ist. Der Film ist natürlich ein bisschen schönzeichnend und nicht ganz so dramatisch, wie es in vielen Familien danach vorkommt. Aber mit dem Film konnten wir einigen Menschen in der Region wirklich ein kleines bisschen den Kopf aufmachen, glaube ich. Und ich selbst habe auch viel gelernt über die Vorbereitung von dem Film her, über eine Sonderveranstaltung am Mittwochabend vor Start, die wir gemacht haben, wo die Rebecca auch mit Kolleginnen aus dem Verein mit zu Gast war. Und ich glaube schon, dass wir auch in der Region rund um Nassstetten ein bisschen Sichtbarkeit erreicht haben. Das reicht noch gar nicht aus. Deswegen hoffe ich, dass das, was wir hier jetzt haben, dass er das aufzeichnet. Weil ich hatte großes Glück, dass wir neulich einen TikTok-Kanal aufgemacht haben und auf Facebook und Instagram recht stark sind. Vielleicht können wir das noch über unsere Kanäle auch nochmal streuen, damit ihr etwas mehr Sichtbarkeit erfahrt. Weil das Projekt hier in Dietz hat es verdient, weit über die Grenzen Sichtbarkeit zu bekommen. Und da sind wir gerne bereit zu unterstützen. Neben dem, dass wir als eines der drei verbliebenen Kinos im Rhein-Lahn-Kreis etwas größer sind wie die in Lahnstein und nach der Kreml in Hahnstetten. Aber bei uns dadurch auch mehr Betrieb ist und auch mehr Remi-Demi. Aber wir sind gern bereit, wenn Vereine wie jetzt ihr von der Lebenshilfe eine Gruppe zusammenbekommt, auch von nur 10 Leuten, das ist gar kein Problem, gar kein Thema, dann werden wir zusehen, dass wir Raum und Platz dafür schaffen, und danach dementsprechend mit Aufmerksamkeit und entsprechendem Blick auf die kommenden Gäste dann das Ganze so gestalten, dass es nicht uns gefällt, nicht den Leuten von der Lebenshilfe, sondern den betroffenen Personen, die sie mitbringen. Weil darum geht es am Ende des Tages. Und dir, Rebecca, und deinem Team nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für all dein Engagement und deinen Einsatz. Ich finde es großartig. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Also es ist wirklich toll. Ich habe es euch schon mal gesagt, das größte Problem ist die Isolation. Die Menschen möchten gerne teilnehmen. Man muss lernen, dass eben sich zurückziehen nicht bedeutet, dass man einsam sein möchte, sondern dass man vielleicht einsam jetzt sein muss, dass manchmal Aggression, vielleicht Hilflosigkeit ist. Und desto mehr man merkt und desto mehr man dann eben sagen kann, okay, was brauchst du jetzt und was kann ich für dich tun, desto besser. Und das sind Momente, und wir haben das bei uns auf der Facebook-Seite erwähnt, und dann kamen wirklich Leute, die gesagt haben, die würden 200 Kilometer fahren, damit sie mal in ein Kino kommen, wo sie nicht Angst haben müssen, dass vielleicht direkt hier daneben einen sitzt. Und allein das, dass so ein großer Wunsch da ist und dass es jetzt Menschen gibt, die das auch wahr machen. Ganz großes Kino, würde ich sagen. Also wenn es Menschen gibt, die nur zwei Plätze rechts und links neben sich frei blau brauchen, wenn das erstmal ausreicht, wenn das schon eine Hilfestellung ist, dann sollen diese Menschen uns kontaktieren per E-Mail oder per Telefon, und dann werden wir sicherlich auch diese Zwischenstufe, die sicherlich noch nicht für alle dann die Lösung sein wird, aber wenn es Menschen gibt, denen das hilft, dann wird man auch diese Geschichten umsetzen in Nassstetten. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, das sind mir die Liebsten, die sich nicht so aufs Problem konzentrieren, sondern auf die Lösung. Danke dir, großer Partner an unserer Seite. Wie gesagt, die erste Veranstaltung bei dir gewesen, zusammen mit dem Landrat. Da hat alles begonnen, und danke, dass du bis heute hier bei uns bist. Dankeschön. Sehr gut. Was sagt die Uhr? Ach so, ich wollte euch noch von anderen erzählen, nämlich genau, Jump and Fun ist auch so. Er wollte eigentlich hier sein, ist noch nicht da. Aber ich möchte trotzdem drüber reden. Noch so jemand, weil da ist es wirklich auch sehr schwer. Das Trampolin besteht aus schreienden Kindern, aus vielen Displays und lauter Musik. Es wird so sein, Anna,
kurz. Es wird tatsächlich jetzt so sein, kurzfristig umgesetzt, dass Selbsthilfegruppen und die Lebenshilfe montags, in einem Montag im Monat, diesen Bereich für sich alleine haben. Er macht an seinem geschlossenen Tag auf und wird betroffene Menschen dann können dann Zugang haben und dürfen dann dort ohne Reizüberflutung trotzdem viel Spaß haben. Also auch nochmal vielen Dank an die Jump and Fun Arena, ganz, ganz, ganz besonders. Ja? Die werden zusätzlich noch an einem Donnerstag immer eine Stunde früher auch aufmachen, das heißt vor dem offiziellen Termin. Das heißt, auch da kann dann jeder, der sagt, ich würde gern mal mit meinen Kindern, aber oft sind es ja auch die Mütter, die das vielleicht gar nicht schaffen, ohne Kopfschmerzen zu bekommen oder sowas. Das heißt, auch da ist dann die Möglichkeit, dass die in die Jump Arena gehen. Die ganzen Lichter sind noch aus und die Bildschirme können dann eine Stunde reizarm verbringen und danach dann geht der normale Betrieb los. Genau. Es ist genau das. Es sind nicht die Probleme, sondern wenn man sich auf die Lösungen fokussiert, da kann da ganz viel passieren und wir freuen uns, dass wir immer wieder solche schönen Geschichten zu erzählen haben, die so besonders sind und die uns auch manchmal so ein bisschen zu Tränchen rühren und ja. Eine Geschichte davon kam tatsächlich, heute Morgen haben wir einen Brief bekommen aus Lübeck von einem Menschen, der gesagt hat, er liebt, was wir tun, er hat sich genau eingelesen in alles, was wir so machen und er wollte jetzt mal ganz nicht überflutend uns nicht eine E-Mail schreiben, sondern einen Brief, hat uns wirklich einen ganz süßen Brief geschrieben und hat eine CD dazugelegt, die er wohl selbst komponiert hat und die in Zusammenarbeit, ich glaube mit der Uniklinik oder so, tatsächlich jetzt irgendwie da auch eingeführt wird. So eine stille Musik heißt das. Was das genau ist, weiß ich nicht. Aber solche süßen, tollen Momente, das ist schon auch immer wieder was Besonderes. Ja. Wir haben auch, das war auch nochmal eine schöne Geschichte, haben einen Brief von Graz bekommen. Eigentlich recht Anfang an unserem Projekt, nachdem wir diesen Brief an die Landräte verschickt haben, kam der Brief aus Graz, an den wir gar nicht geschickt hatten. Und er sagte, das ist schon herausragend für ihn. Graz ist ausgezeichnet als eine der inklusivsten Städte Europas. Und die sagten, also sie fänden das wirklich ganz, ganz tolle Arbeit. Sie hätten sich das durchgelesen. Sie werden dabei sich auch wahrscheinlich noch ein paar Anpassungen machen. Und das wäre schon ein ganz großes Kino, was wir hier machen würden. Also auch da immer wieder so, wo das kleine Herz dann ein bisschen klopft und da freuen wir uns, dass da so viel passiert.